Ich bin ein begeisterter Extremsportler, der Surfen und Gleitschirmfliegen liebt. Ich habe immer davon geträumt, ein echtes Gleitschirmparadies zu erreichen und die Schönheit und Aufregung dort zu genießen. 2016 wurde mein Traum endlich wahr, als ich nach Nepal reiste. Das Land ist berühmt für seine atemberaubenden Gleitschirmlandschaften, deshalb habe ich mich sehr auf diese Reise gefreut. Nepal verfügt über wunderschöne Naturlandschaften und einige der höchsten Berge der Welt. Nach einem Ruhetag war ich bereit, meine Herausforderung an der Gleitschirmfliegerbasis zu meistern. Am nächsten Morgen machten wir uns mit dem Bus auf den Weg zur Gleitschirmfliegerbasis in den Bergen. Im Auto traf ich ein paar Freunde, die meine Leidenschaft für Extremsportarten teilten, und wir tauschten unsere Erfahrungen aus. Als das Auto sich dem Gipfel des Berges näherte, konnte ich die spektakulären Berge und die atemberaubende Naturlandschaft sehen. Schließlich erreichten wir die Paragliding-Basis auf dem Gipfel des Berges. Es herrschte eine sehr lebhafte Atmosphäre mit Menschen in allen möglichen Sportausrüstungen, von denen einige ihre Gleitschirme vorbereiteten, während andere sich unterhielten und Ideen austauschten. Ich war sehr aufgeregt und begeistert, denn ich wusste, dass ich mir meinen Traum erfüllen würde, an meine Grenzen zu gehen und den Nervenkitzel und die Aufregung des Gleitschirmfliegens zu erleben. Nachdem der Manager mein Gleitschirmzeugnis geprüft hatte, brachte er mich zum nächstgelegenen Startplatz. Schon bald schwebte ich durch den Himmel. Ich war umgeben von spektakulären schneebedeckten Bergen und einer atemberaubenden Naturlandschaft, was mir ein großes Gefühl der Zufriedenheit vermittelte. Während meines Fluges spürte ich plötzlich eine Unterströmung, die meinen Gleitschirm unkontrollierbar werden ließ. Das ließ mein Herz schneller schlagen. Das Management teilte mir über die Sprechanlage mit, dass ich so schnell wie möglich wieder an Land gehen müsse. Ich begann schnell zu sinken und der Gleitschirm wurde immer instabiler. Ich hatte große Angst, weil ich wusste, wie ernst die Lage war. Als ich mich dem Boden näherte, begann sich mein Gleitschirm zu verheddern. Ich versuchte, den Gleitschirm zu öffnen, aber er war immer noch außer Kontrolle. Ich schlug auf den Boden auf. In dem Moment, in dem ich landete, spürte ich einen heftigen Schwindelanfall und verlor dann das Bewusstsein. Als ich wieder aufwachte, fand ich mich in einem Krankenwagen wieder, umgeben von starkem Geruch nach Desinfektion. Meine Atmung war extrem schwer geworden und ich hustete immer noch, sogar mit einem Hauch von Blut. Ich wusste, dass die Situation sehr ernst geworden war. Im Krankenwagen versuchte ich, mich aufzusetzen, aber die starken Schmerzen zwangen mich, aufzugeben. Ich bekam langsam Angst und fragte mich, wie ernst meine Verletzungen wirklich waren. Die Sanitäter fragten mich immer wieder nach meinem Befinden, aber ich konnte ihnen nur knapp antworten. Mir wurde schwindelig und langsam verlor ich wieder das Bewusstsein. Es war, als würde ich in endloser Dunkelheit schweben. Ich sah meinen eigenen Körper. Er lag in einem Krankenwagen, sein Körper zitterte heftig, als stünde er unter einem großen Druck. Ich hatte das Gefühl, diese Welt zu verlassen und verlor langsam den Sinn für die Realität. Ich spürte eine unsichtbare Kraft, als ob sie versuchte, meine Seele aus meinem Körper zu reißen. Dabei wurde mein Geist ungewöhnlich klar, als besäße ich eine Intelligenz jenseits des menschlichen Verständnisses. Plötzlich spürte ich eine starke Kraft, als ob sie mich in sich hineinziehen wollte. In der nächsten Sekunde befand ich mich inmitten einer wunderschönen und geheimnisvollen Szene. Ich staunte über die majestätischen Gebäude und die atemberaubende Natur, die sich um mich herum zeigte. Die Gebäude waren mit kunstvollen Schnitzereien und schönen Bögen verziert. Sie verströmten eine antike und stattliche Aura. Um das Gebäude herum erstreckt sich ein üppiger Wald, in dem Bäume und Blumen in allen Formen und Größen wachsen.
Auf den Ästen der Bäume hielten sich auch Vögel auf, die fröhlich sangen und die ganze Szenerie mit Leben und Vitalität erfüllten. Ich konnte nicht glauben, dass das, was ich da vor mir sah, echt war. Ich ging auf das spektakuläre Gebäude zu. Entlang der Straße gab es kleine Gärten und Skulpturen, die den Ort noch lebendiger und interessanter machten. Ich begegnete auch einer Gruppe von Kindern, die dort spielten. Als sie mich sahen, grüßten sie mich gemeinsam. Sie sprachen eine Sprache, die ich nicht ganz verstand, es war wie eine sehr alte Sprache. Obwohl ich nicht viel verstand, konnte ich ihre Freundlichkeit spüren. Sie nahmen mich auch an die Hand und führten mich durch das kleine Dorf. Ich fand den Ort sehr sauber und aufgeräumt, und die Dorfbewohner waren sehr freundlich und gaben mir das Gefühl, mich wohl zu fühlen. Schließlich verabschiedete ich mich von ihnen und setzte meine Reise fort. Schließlich erreichte ich die Vorderseite des Gebäudes. Es war ein riesiges, prächtiges Gebäude, das uralt und geheimnisvoll aussah. Es gab so viele prächtige Schnitzereien und Muster auf dem Gebäude, dass ich mich wie in einer Fantasiewelt fühlte. Ich starrte es an und eine starke Neugierde überkam mich. Ich wollte wissen, wie es drinnen aussah. Ein alter Mann in altertümlicher Tracht erschien vor mir. Mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht begrüßte er mich und fragte, ob ich Hilfe bräuchte. Ich war etwas überrascht, weil ich diesen alten Mann nicht kannte. Trotzdem beantwortete ich seine Frage höflich. Der alte Mann erzählte mir, dass das Gebäude eine Bibliothek sei. Darin befänden sich viele geheimnisvolle Bücher. Er lud mich ein, mit ihm die Bibliothek zu betreten. Als ich in diese Bibliothek eintrat, war ich von dem Anblick, der sich mir bot, überwältigt. Es gab mehr Bücher darin, als ich zählen konnte. Die Bücher waren fein säuberlich in riesigen Bücherregalen angeordnet. Es waren viele Menschen hier, die meisten von ihnen lasen oder forschten eifrig. Sie trugen alle alte Kleidung, die perfekt zur Atmosphäre dieses Ortes passte. Einige saßen schweigend an ihren Tischen und studierten eifrig. Andere tauschten ihre Erkenntnisse aus oder erzählten von ihren Erfahrungen beim Lesen von Büchern. Ich fragte den alten Mann neben mir: Kann ich diese Bücher lesen? Der alte Mann lächelte und antwortete: Natürlich können Sie das. Daraufhin fragte ich, worum es in den Büchern gehe. Der alte Mann überlegte einen Moment und erklärte mir dann, dass jedes Buch das Leben eines Menschen darstelle. Das Leben mancher Menschen ist voller Abenteuer und Aufregung, und das Buch über sie ist wie ein Roman voller Abenteuergeschichten. Manche Menschen lieben Essen, und ihre Bücher sind eher wie ein Essensführer. Andere führen ein gewöhnliches Leben und ihre Bücher sind eher wie ein langweiliger Roman. Als ich die Erklärung des alten Mannes hörte, wurde meine Neugier noch größer. Ich ging zum Bücherregal hinüber und ein schweres Buch erregte meine Aufmerksamkeit. Es war ein Buch über den Lebensweg einer alleinerziehenden Mutter. Diese Frau wurde in eine nicht so glückliche Familie hineingeboren. In jungen Jahren wurde sie von ihren Eltern im Stich gelassen. Im Alter von 7 Jahren wurde sie von ihren jetzigen Adoptiveltern adoptiert. Die Liebe ihrer Adoptiveltern gab ihr das Gefühl, wieder zu einer Familie zu gehören. Schon in jungen Jahren studierte sie fleißig und erhielt ein Stipendium. An der Universität lernte sie ihren ersten Freund kennen, in den sie 2 Jahre lang verliebt war. Doch schließlich zerbrach die Beziehung aufgrund von Unstimmigkeiten, was das Mädchen sehr traurig machte. Um dem Schmerz zu entkommen, begann sie zu rauchen und zu trinken, ein Zustand, der lange Zeit anhielt. Als sie 26 Jahre alt war, lernte sie einen Arbeitskollegen kennen, sie verliebten sich und heirateten. Schon bald bekamen sie Kinder und die Frau begann, ihr häusliches Glück zu genießen.
Doch als sie 30 ist, verliebt sich ihr Mann in eine andere Frau, was schließlich zur Scheidung führt. Die Frau verliert jeden Glauben an die Liebe und beginnt, sich zurückzuziehen und apathisch zu werden. Doch sie hat das Leben nicht aufgegeben. Sie steckte mehr Energie in ihre Karriere und ihre Kinder. Sie lebte in ihren späteren Jahren ein glückliches Leben. Sie starb im Alter von 81 Jahren. Sie wurde durch die Widrigkeiten stärker und schätzte ihr Leben mehr. Obwohl es emotional nicht geklappt hat, war sie eine sehr kompetente Mutter. Ich war sehr bewegt, als ich dieses Buch zu Ende las. Diese Frau hat in ihrem Leben so viel durchgemacht, aber sie hat aus jeder Widrigkeit gelernt und ist stärker geworden. Dieses Buch hat mich sehr viel gelehrt. Mir ist klar geworden, dass wir im Leben angesichts von Rückschlägen tapfer sein müssen und dass jeder Rückschlag eine Chance ist, zu wachsen. Während ich das Buch las, hatte ich das Gefühl, in der Welt dieser alleinerziehenden Mutter zu sein und ihr Leben mitzuerleben. Jede Erfahrung hat mein Herz tief berührt. Als ich las, dass sie von ihren Eltern verlassen wurde, spürte ich ihre Hilflosigkeit und Einsamkeit. Als sie wieder die Wärme ihrer Familie spürte, fühlte ich auch eine Welle der Wärme in mein Herz strömen. Es war ein unglaubliches Gefühl, als wäre ich selbst zu der Frau in dem Buch geworden und hätte alle Gefühle und Erfahrungen mit ihr durchlebt. Ich wurde zu dem anderen Buch zu meiner Linken hingezogen. Denn dieses Buch ist sehr dünn im Vergleich zu den anderen. Der Junge wird in eine schlechte Familie hineingeboren. Sein Vater war ein sehr reizbarer Mann, der ihn und seine Mutter immer geschlagen hat. Dadurch wurde der Junge schon in jungen Jahren exzentrisch und zurückgezogen. Er kam nicht gut mit anderen Menschen zurecht und blieb immer in einer Ecke für sich allein. Der Junge kam schon früh zur Arbeit, aber es war schwierig für ihn, sich in das Team einzufügen, da er nicht wusste, wie er mit den Menschen um ihn herum umgehen sollte. Er machte immer alles allein und interagierte nicht mit anderen, was seine Kollegen dazu brachte, ihn für seltsam zu halten. Mit der Zeit verschlechterten sich die Leistungen des Jungen bei der Arbeit und er wurde immer depressiver. Er wurde süchtig nach verbotenen Substanzen, die zu seiner einzigen Stütze wurden. Er spürte, dass er das Gefühl der Einsamkeit und Hilflosigkeit nicht mehr ertragen konnte. So beendete er sein Leben im Alter von 26 Jahren. Nachdem ich diese Geschichte gelesen hatte, ging mir das Herz auf für diesen Jungen. Er hatte eine sehr unglückliche Erziehung und Familie und litt unter der Gewalt und den Schlägen seines Vaters, was dazu führte, dass er sich zurückzog und sozial unfähig wurde. Das Leben eines jeden Menschen ist anders, und deshalb ist auch das Buch eines jeden anders. Dieses Buch wird für immer in der Bibliothek des Himmels aufbewahrt werden, damit alle es studieren und daraus lernen können. Was in diesen Büchern steht, hängt ganz von den Erfahrungen und Entscheidungen jedes Einzelnen ab. Wir sollten mutig genug sein, das zu tun, was wir tun wollen, und uns nicht mit Reue zurücklassen. Es gibt so viel zu erforschen und zu erleben in dieser Welt. Wenn wir es nicht versuchen, verpassen wir vielleicht so viele wunderbare Dinge. Wir sollten jede Gelegenheit nutzen, um unser Leben interessanter und erfüllter zu gestalten. Als ich meine Augen wieder öffnete, lag ich in einem Krankenhausbett. Diese Erfahrung hat auch mein Leben völlig verändert. Ich erkannte, dass die wichtigsten Dinge auf dieser Welt nicht Reichtum, Status oder Ruhm sind. Vielmehr sind es die Dinge, die die Menschen wirklich warm und glücklich fühlen lassen. Das sind die Dinge, die wir am meisten anstreben sollten. Ich weiß, was ich tun will, in welche Richtung ich mich bewegen will, und ich will ein lebensfroherer Mensch werden.